Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Jo, willkommen zurück bei Bloons 5, Leute. Eine neue Challenge rückt an. Das ist eine Welt, wo ich schon verzweifelt bin. Ihr wisst es ja, genau. Wir sollen es auf Medium schaffen. Runde 30 bis 85, und das nennt ihr Medium, ihr Lustigen, ja? Die sich den Challenge ausgedacht haben, die Challenge, ne? Aber egal, 8000 Cash, wir nehmen alles an. Gewisse Tower kann man nur 4-2 upgraden. Und gewisse Tower... ja, nur 50 Leben. Boah, das ist kompliziert hier. Okay, wir nehmen die Challenge an. Unseren Lieblingstower haben wir nicht, das ist schon mal schlecht. Was nehmen wir, Leute? Was nehmen wir? Wir nehmen das hier. 8000. Wo fangen wir an? Bei welcher Runde? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist schlecht. Wir nehmen das hier. Dam, dam. Oh, das ist schlecht. Wieder verkaufen. Ein bisschen weiter runtersetzen. Es soll so effektiv wie möglich sein, Leute. Da geht es wirklich um diese 1-2 mm, wo das hier sitzt. Also... das ist jetzt nicht, ich bin genau oder es muss so sein, sondern es geht wirklich um diese 1-2, um die optimale Ausnutzung, kurz gesagt. Ne? So, dann nehmen wir noch das Schiff. Und wir machen einen Flugzeugträger draus. Jetzt überlege ich nur, wo kann ich den hinsetzen? So geht es nicht. Hallo? Hier geht's, hier nicht, hier geht's. So. Und das Schiff upgraden wir gleich mit den kleineren Upgrades. Auf Camouflax geht er jetzt auch. Und als nächstes ist das hier dran, Richtung Flugzeugträger. Los geht die Party, wir fangen an in Runde 30. Ach du Scheiße. Da werden wir jetzt auf den Nuss kriegen, Leute, das haut überhaupt nicht. Alter, da haben wir Scheiß gebaut, das läuft überhaupt nicht. Nee, Leute, das müssen wir anders lösen. Was kann ich hier nur machen? Ich kann hier draufheizen, nur ein bisschen... ach du Scheiße, Leute. Leute, da haben wir jetzt einen Scheiß gebaut. Boah, so, Flugzeugträger. Jetzt heizt da ein bisschen mehr rein. Runde 31. Boah, das war jetzt nicht so optimal, Leute. Aber inzwischen geht's wieder. Müssen wir nicht unbedingt neu anfangen. Was können wir noch machen? Wir brauchen... was wäre nicht schlecht? Flugzeug... ein Bombentower wäre nicht schlecht. So, 6,50 auf das sparen wir jetzt. Nice Tower wäre auch nicht schlecht, aber ist nicht, hat's nicht. Schon einiges durch gleich in der ersten Runde, aber was sollen wir machen, ne? So, ein Bombentower hier hin. Den müssen wir erst upgraden, da geht es natürlich auch um Kohle. So, mehr Range und dann die gescheiten Explosionen dazu, genau. Und dann diese Upgrades hier. Da ist wieder einiges durch. Oh Gott, Camouflax. Na gut, das macht das Schiff hier. Das haut hin. Die Camouflax sind jetzt nicht mein Problem. Wir müssen die upgraden, dass das hier rumpst ordentlich. Dann nehmen wir dieses Upgrade hier auf 800, wenn wir sparen. Es sind schon einige durch, aber ich fange jetzt nicht nochmal an. Wir nehmen die Herausforderung an, wie sie ist. Ne? Wenn wir es nicht schaffen, nochmal. Alles klar. Aber ansonsten werde ich jetzt nicht abbrechen. Sind halt ein paar durch. Scheiße, ist eine schwierige Herausforderung. Die Challenges werden immer schwieriger. So, jetzt haut das gut hin. Jetzt sparen wir auf diese 400 hier. Jawohl, so haut das hin, Leute. Jetzt haben wir das gut vorbereitet. So, 400. Wir können das schon. Jetzt macht er eine größere Explosion. Danach nehmen wir das hier. Absolut leistbar. Das Schiff unverzichtbar da hinten. Das hält viel ab. Es geht auch einiges durch hier. Aber es geht noch, es geht sehr viel durch. Das ist ein Problem, Leute. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Ha. Longer Range. Ja. Das hier wäre ganz gut wegen einem Stun, aber ob ich die 3-2 noch erlebe, das... ich glaube, wir werden das nochmal machen müssen, aber wir probieren es auf jeden Fall weiter. So, Runde 37. 3200 brauchen wir, dann können wir stunnen hier. Das brauchen wir auf jeden Fall, ob ich es erreiche, keine Ahnung. Es ist schon wirklich schwierig, die Challenge.
Ah, das Schiff geht auch an seine Grenzen. Nur 41 dürfen nur durch. Oh nein, jetzt geht wieder einiges hier durch. Oh Leute, Runde 38. Wir kriegen in die Fresse hier von den Bloons. Die trauen sich was, ne? Ah, zur Not werden wir es neu. Oh nein, 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 das geht sie nur aus. Scheiß da und die waren dann, wollte ich schon sagen. Leute, es wird knapp hier. So, und wir haben Distanz. Endlich, wichtiges Upgrade. Runde 39. Der soll natürlich immer auf den stärksten schießen, das ist klar. Ein kleiner Lichtblick, Leute, ein kleiner Lichtblick. So, was upgraden wir als nächstes? Boah, ist das schwierig. Camouflax geht niemand an, außer das Schiff. Das ist auch blöd. Ich würde gerne den machen, aber 15.000. Ich habe doch keinen Goldscheißer hier. Ey. Die Kanone ist auch blöd, weil die kommen beidseit. Das ist blöde. Probieren wir es mit dem Flugzeug. So, hier hin. Oder kann man das hier hin? Ja, das können wir hier hin. Nice. Der soll diese Achter hier machen. Zack, zack. Dann das hier. Die Darts, die sind ganz wichtig. So, jetzt geht der... Oh, nee! Jetzt haben wir es hinter uns, Leute. Oh. Vielleicht statt dem Schiff gleich hier... Ja, Leute, der muss sein hier. Der muss definitiv... Na, so geht er nicht. Der muss sein und dann vielleicht gleich das Flugzeug. Ist ganz einfach. Gleich das Flugzeug ist vielleicht besser, Leute. Oh, ich hoffe, wir überleben das. Ich glaube nicht. Ich glaube, da wird ordentlich was durchgehen. Ja, das dachte ich mir, das ist... Oh! Scheiße! Da geht er noch mehr durch wie vorher! Oh! Das Flugzeug als erste... Oh, das können wir gleich vergessen. Nee, Leute, das können wir... Nee, also vergiss es. Leute, das lassen wir durch, weil das bringt nichts. Da müssen wir nochmal anfangen. So wird es nichts. Wir probieren es nochmal. Was soll ich machen, Leute? Okay, neue Taktik. Probieren wir es. Passt auf, Leute. Ein Flugzeug. Achter. Das Upgrade. Das Upgrade. Und damit die Stahlbloons auch in die Fressen kriegen. Das wird jetzt nicht mehr ausgehen hier. Aber ich glaube, Stahlbloons kommen eh keine. Ah, Stahlbloons kommen eh keine. Ja, ja. Alles klar, Stahlbloons kommen eh keine. Nee, nee, ist klar, gell? So, der geht immer auf... Ja, das können wir nicht bestimmen. Zack, zack. Wir können die Stahlbloons zwar platt machen, aber... Ja gut, es geht einiges durch, aber es läuft besser als wie normal, Leute, oder? Ey, ohne Scheiß. Es geht, ohne die Stahlbloons geht es so halbwegs zivilisiert hier ab gerade. Es gibt wirklich Schlimmeres. Die Taktik ist nicht schlecht. Bis jetzt komme ich durch. So, jetzt brauchen wir nur dieses Upgrade hier. Das haben wir ja bald. Und dann sind die Stahlbloons auch kein Problem mehr. Okay. Die Taktik ist besser, definitiv. Jetzt müssen wir auch daran festhalten. Oh, schon wieder Stahlbloons. Ah! Ja, aber das Flugzeug haut sie ordentlich weg. Das muss man auch sagen. So, haben wir jetzt endlich genug? Jawohl, na endlich. So, Stahlbloons sind kein Problem. Aber Camouflax, gut, Camouflax macht der hier. Das läuft, so. Und jetzt bauen wir da hinten das Schiff auf, für das, was noch durchkommt, Leute. Also die Taktik ist besser, ihr seht es an den Leben, ne? Schiff kostet 600, damit können wir leben. Runde 34. Es wird spannend.
Spannend! So. Jetzt überlege ich gerade, was... Gut, das Schiff haben wir ja gesagt, ne, Leute? Möglichst am Rand hier. Komm, lass mich das bauen. Je weiter am Rand, desto besser. So, hier. Schiff haben wir. Los geht's. Runde 34. Runde 35. Das Schiff dient ja mehr zur letzten Reserve eigentlich da. Runde 35 noch. Immer. Noch immer. Runde 36. Das Schiff dient, wie gesagt, mehr zur Reserve. Runde 37. Im Moment gehe ich davon aus, dass das Flugzeug alles wegmacht. Die Stahlblons, die sind für diesen anderen Tower. So, da sind wir schon. Der muss jetzt ordentlich nachlegen hier. Da müssen wir schnell upgraden, dass da was weitergeht. Sind schon ein paar durch, aber es geht noch immer. Es läuft, es läuft, es läuft. Runde 38 haben wir hier. Die Taktik ist auf jeden Fall gut. Es läuft so halbwegs. So, der soll immer den letzten angehen, genau. Wir können den inzwischen schon upgraden, dass er richtig reinpfeffert. Wenn da was kommt, dann kriegt's aufs Maul. So, Runde 39. Also das ist wirklich eine schwierige Challenge hier. Wir kriegen hier Vorgaben, die nicht einfach sind. Ja, jetzt muss ich schauen, was kriege ich fürs Boot, wenn ich es verkaufe, damit ich die Preise weiß. 4000. Hier kriege ich auch 4000, sind 8000. Ich möchte nämlich diesen Bomber hier, der ist nämlich wirklich gut. Aber der kostet, glaube ich, 15, oder? Kostet er 15? Ne, 18! Holy! Punk, punk, punk! 18.000! Auf! Das ist extra teuer! Spielen wir hier auf hart oder was? Ich glaube, das ist Medium, aber es ist Medium, aber irgendwie verschärfter Medium. Weil bis 85 geht Medium gar nicht normal. Oh oh, Keramikdinger! So, die erste Herausforderung. Oh oh, da wird jetzt einiges durchgehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen zwischenzeitlich einen Tower kaufen, sonst wird's kritisch. Und ich kaufe die Kanone. Immer auf dem stärksten. Bis wir uns den hier leisten können, auf jeden Fall. Clusterkanonen. Jawohl. Weil ansonsten haben wir verloren. Jetzt ist einiges durch hier. Diese Sparerei hilft überhaupt nichts. Wir haben ja das Upgrade, dass wir zum gleichen Preis verkaufen können, wie wir eingekauft haben. Das sollte uns helfen. Runde 41 übrigens. Der Boss wird auch ein Problem bei 46, weil ja, das Flugzeug macht nicht so viel Damage, das Schiff auch noch nicht. Ich brauche bis 46 den Bomber, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen, Leute. Runde 42. Eine schwierigere Runde. Come on, Flux hier. Aber es geht, es geht. Wir haben es geschafft. Runde 43. Wir sammeln Kohle. Wir brauchen 18.000 bis Runde 45 Ende. Oh! Scheiße. No. Fuck! Was soll ich noch machen? Was ist Continue? Oh, da muss ich Kohle zahlen. Nee, 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 nee. Das fangen wir gar nicht an. Wir bescheißen nicht, wir fangen neu an. So, aber jetzt ist die Frage, wie fangen wir neu an, Leute? Okay, probieren wir nochmal. Das war eine gute Taktik mit diesem Flieger. Das ist in Ordnung. Der Tower, glaube ich, geht auch okay hier. Und da hinten bauen wir gleich sofort das Schiff. Der soll abwerden, was nur geht. Dass da nichts durchkommt, weil dann kriegen wir nämlich auch Kohle. Es geht ja auch um die Kohle. Es geht ja nicht nur darum, was da durchgeht. Oh, scheiße. Es geht ja auch um die Kohle, Leute, weil wenn ich die Kohle nicht kriege von denen hier, dann die geht mir ja auch ab. Nicht nur, dass sie Leben verlieren, mir geht die Kohle ab vor allem. Das ist das Problem. So, das haben wir super gelöst. Der braucht auf jeden Fall das nächste Upgrade hier.
Nicht, dass hier nur Stahlblunts kommen. So, das haben wir. Wie viel kriegen wir jetzt für den? Ich hoffe genug. 1400, 1800, das reicht nicht. Das reicht nicht! Keine Stahlblunts bitte. Keine Stahlblunts, keine Stahlblunts. Das andere ist uns recht. Nur keine Stahlblunts! Ach, habe ich gesagt, keine Stahlblunts oder unbedingt Stahlblunts, Leute. Mann, 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 Mann. Aber es ist sich schön ausgegangen, das muss man sagen. So, das Upgrade geht sich aus. Super, Runde 33. Noch haben wir keinen durchgelassen. Das ist alles Kohle, was uns bleibt, was wir brauchen, Leute. Es ist so eine knappe Sache hier. Also ich glaube, das Flugzeug, damit fahren wir gut. Aber das ist nicht alles. Wir brauchen den Kanonentower da vorne oder hinten das Schiff noch. Am besten so viel wie möglich vorne platt machen, dass hinten gar nichts ankommt. Das ist eine gute Taktik. So, Kanone können wir uns leisten. Sofort hier hinstellen. Nicht kleckern, sondern klotzen. So, Runde 34 haben wir, wie gesagt. Es ist schon eine schwierige Challenge. So, Clusterkanonen haben wir. Zack, Runde 35. Gucken wir mal, 800, okay, da brauchen wir noch ein bisschen Moos. Wie sieht es denn eigentlich bei den Flugzeugen aus? Gut, das ist schon gut abgegradet. Runde 36 haben wir hier. Dabei geht es noch ganz gut, Leute. Wir können das upgraden, haut hin, Clusterbomben haben wir, Runde 37. Dass da fast nichts durchkommt. Jetzt sind wir ein bisschen besser unterwegs. Die ersten gehen durch, da kann man nichts machen, aber es sind nur 8, nur 8, das geht auf jeden Fall. 9 sind durch. Aber ich denke, damit kann man leben. Es gibt wirklich Schlimmeres. So, was nehmen wir jetzt? Wir nehmen den... Ne, den Sniper nicht. Oh, komm, mach den Blatt da oben. 12 sind durch. Wir nehmen das Schiff als Reserve. Der soll das, was durchgeht, da platt machen. Und natürlich auch die Kammernflax. Das upgraden wir schnell. So. Der soll immer auf dem stärksten gehen, haben wir das hier eingestellt. Jo. Runde 38 haben wir. Runde 39. Wir brauchen dringend Kohle. Jetzt müssen wir langsam schon nachdenken, weil das Schiff kriegt sonst zu viel zu tun. Zwischenzeitlich können wir mit der Kohle vielleicht was machen, bevor wir das upgraden. Gut, das Schiff können wir upgraden in dieser Hinsicht, dass der schneller schießt. Und dann nehmen wir vorläufig mal. Hier einen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, da brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Und hier einen. Da oben deswegen und nicht da unten, weil wir den ja upgraden können, gell? Runde 40. Oh, 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 oh. Genau deswegen, Leute, das wird jetzt knapp. Aber es geht sich aus. Nur 12 sind bisher durch. Ey. Das war nicht schlecht. Wir werden jetzt das ein bisschen upgraden hier, die Range. So, Runde 41. Sobald es geht, werden wir das hier upgraden. Da auch ein paar Nägel rauskommen, falls da was in die Nähe kommt. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.